BMW. Guck mal hier. Mit Schiebedach und es ist sogar offen, das heißt, das funktioniert noch. Ja, sehr schön. Hinten die breiteren Felgen wie vorne. Die Alpina-Räder hat man damals drüber gesagt. Gab es damals mal. Schaut auch so einmal als 520er, aber der war problematisch. Da hat nur irgendwie Benzin gebraucht. Aber das war bei BMW früher so, das waren ja Triebwerke, keine Motoren. BMW hat ja früher Flugmotoren gebaut. Und deswegen haben, beim Flugmotor war ja wurscht, wie viel Öl da drauf. Deswegen haben die das lang das Problem gehabt. Ja, er sagt gerade, das ist ein 79er. Ich hab so einen ähnlichen, da war ein Spiegel hier noch fest. Ja, das war, ja, er sagt gerade, Baujahr 79, erkennt man daran, dass der Spiegel im Dreieck fest ist. Und das gibt es nur bei dem 79er. Ja, bei mir war der Spiegel hier an der Tür fest. Das war immer englisch, wenn die losgegangen sind. Ne? Das war 73er, 75er, sowas war das erste Mal gebaut. Und das war der 25er 4-Zylinder. Das war die größte Katastrophe überhaupt mit Einspritzung. Benzineinspritzung mechanisch. Das ist so, wie wenn ein Kolben, wo läuft, müsst ihr euch vorstellen, ein Zylinder, die wird mit Benzin geschmiert statt mit Öl. Wie lange das hält, kann sich jeder vorstellen.